Das bedeutet, dass dieser Krieg noch sehr, sehr, sehr lange gedauert hätte. Was wäre, wenn Hitler und Stalin Frieden geschlossen hätten? Das ist historisch eine äußerst unwahrscheinliche Variante, in meinen Augen ausgeschlossen. Natürlich gab es auch in Deutschland Kräfte, auch im Nazi-Regime, die glaubt, man könne vielleicht aus der Nummer mit der Sowjetunion rauskommen, weil das Jahr 1943 schon ziemlich übel aussah nach Stalingrad. Und das war ja auch nach dem Schlacht in Kursk eine vernichtende Niederlage der Nazi-Wehrmacht. Und da gab es natürlich die Vorstellung, vielleicht gelingt es uns, diesen Krieg so abzuwickeln, dass wir ihn halt nicht verlieren. Gut, gehen wir mal davon aus, dass das passiert wäre. Dann wäre die Invasion in der Normandie unmöglich gewesen. Weil wenn man sich vorstellt oder nur daran denkt, wie die Invasion realgeschichtlich abgelaufen ist, so war das trotz der gigantischen materiellen Überlegenheit der Westalliierten kein Spaziergang, sagen wir es mal so. Es war eine furchtbare Verlustgeschichte, nicht? Und wenn die Nazis in der Lage gewesen wären, einen Großteil ihrer Truppen von der Ostfront abzuziehen an den Westen, dann hätten die Alliierten wahrscheinlich auch gar nicht versucht zu landen. Das bedeutet, dass dieser Krieg noch sehr, sehr, sehr lange gedauert hätte. Die Amerikaner und Briten wären aus dem Krieg nicht ausgestiegen. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil sie es auch in ihrer Bevölkerung nicht hätten erklären können. Warum so viele Verluste, warum diesen Krieg führen, um dann, weil man strategisch sich plötzlich in einer schlimmeren Situation befindet, weil die Sowjetunion als Bündnispartner und Kriegsgegner der Deutschen ausgeschieden ist, warum soll man dann aufhören? Und nun wissen wir alle, dass die USA, im Prinzip ist das eine Analogie zum Ersten Weltkrieg, sich im Krieg quasi zur Wirtschaftsmacht weltweit Nummer eins emporgearbeitet haben und eine ungeheure Materialüberlegenheit hatten. Also man könnte davon ausgehen, dass die Amerikaner versucht hätten, den Pazifikkrieg zu Ende zu führen, die Japaner zu schlagen und dann mit geballter Wucht zurückzukommen. Der Krieg hätte länger gedauert, die Deutschen hätten ihn trotzdem verloren.